Damit begrüße ich euch zum Stream am heutigen Morgen. Wir werden heute Morgen einmal kurz in Chocolate Factory eintauchen, aber wirklich nur kurz. So für, ich schätze, auf YouTube werden das, wird das wahrscheinlich nur ein Part sein oder vielleicht zwei, da wir heute die letzten Vorbereitungen für den nächsten großen Stream treffen werden bezüglich den Marshmallows. Ich möchte die endlich fertig bekommen, ehe wir dann ja zum Fußball wechseln und ein bisschen FC 24 weiterspielen. Und da erstmal das Grundlagentraining, beziehungsweise das, ich weiß gar nicht, Defensivtraining kommt, glaube ich, als nächstes oder so, ich weiß es nicht genau. Da werden wir dann auf jeden Fall weitermachen dann. Schokolade, Schokolade, Schokolade! Ja, aber heute nur kurz. Aber heute nur kurz, also nicht so ewig lange. Wie gesagt, wenn wir da ein YouTube-Part, das wird dann, damit wir da endlich da sind, wo ich letzten Endes gestern habe ich es nicht geschafft, weil es zu lange gedauert hat, aber gestern war ja auch ultra spontan. Aber der letzte Main Chocolate Factory Stream sollte da eigentlich enden. Und da möchte ich mit euch dann jetzt endlich dann auch mal hinkommen, so dass wir einen vernünftigen Start das nächste Mal haben. Ausrufezeichen Akte! Lieutenant Commander Watley hat im Dienst 12.000, ich habe schon fast 19.000 rausgemacht, Credits verdient und tritt diesen seit über 1030 Stunden an. Ich danke dir für deine ganze Zeit, Watley. Danke für den ganzen Support. Ich weiß das echt unglaublich zu schätzen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer danke, danke, danke. Du hast auch dein 1000-Stunden-Spiel noch offen, ne? Muss ich mir eine Liste machen? Muss ich mir eine Liste machen? Weiß ich nicht. Naja, also nee, so viele Leute wird es wahrscheinlich nicht geben, die 1000 Stunden erreichen. Und wenn ihr euch mal ein Spiel wünscht, ist das wohl okay. Zumal du ja auch VIP bist und das eigentlich, glaube ich, sowieso kein Problem für dich sein sollte mit Game Requests. Beziehungsweise mit Game. Ich weiß den Command nicht. Ah, ich kann meinen eigenen Commands nicht! Ah, ich glaube Game Requests. Den habe ich aber noch zwei, dreimal geändert, weil ich mir das auf den Sack gegangen ist. Ich erinnere mich daran. Ja, wir spawnen natürlich auch hier mitten im. Mitten drin so. Ja, wir geben dem Spiel mal noch kurz Zeit zu laden. Ja, es geht einfach weiter hier, ne? Das alles, obwohl wir hier unten eigentlich eine Zuckerproduktion haben, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Aber anders geht's halt erstmal nimmer.
Wir müssen das schon vernünftig machen. Und außerdem ist hier unten die Zuckerproduktion, glaube ich, auch ziemlich ausgelastet, um ehrlich zu sein. Im Großteil, oder? Weil hier halt auch relativ viel hingeht. Aber das sieht auch alles so aus, als wenn es steht eigentlich, ne? Ja, Ja, vielleicht zwacken wir hier auch noch was ab. Hier unten von der Zuckerproduktion. Je nachdem, was wir da alles brauchen. Denn wir brauchen ja Zuckerkabel, glaube ich, ne? Ja, und wir brauchen Lollis. Ja, dann machen wir aus dem einen Zucker machen wir Lollis und aus dem anderen machen wir Zuckerkabel. Das ist, denke ich, das einzig Sinnvolle, um ehrlich zu sein. Was produzierst du? Ach, du produzierst die süß-sauren Tafeln, okay. Okay. Dann kommt hier eine Schmelze hin. Natürlich habe ich keine Schokoplatten dabei. Wäre ja auch echt langweilig. Schokoplatten dabei zu haben, ich bitte euch. Aber das sollte eigentlich, ich sag mal, relativ zügig vonstatten gehen, das zu bauen. Wie gesagt, ich schätze ein oder zwei YouTube-Parts. Ich möchte auch eigentlich, um ehrlich zu sein, jetzt mit euch dann das auch endlich mal haben. Ey, wir haben da jetzt so lange drauf hingearbeitet. Warte mal, mal gucken, was brauchen wir noch? Wir brauchen für das brauchen wir noch Werker, Kabel und Platten, Kabel und Platten. Ich nehme noch Schokoziegel mit, vorsichtshalber. Also Ziegel noch mitnehmen. Und noch mehr Platten mitnehmen. Hier einmal ruhig richtig voll machen. Am Ende fehlt mir sowieso das, was ich brauche. Ich sag's euch, es ist immer so in diesem Spiel. Es ist exakt das, was ich brauche, was dann fehlt. Ich liebe dieses Laufband hier. Es ist so gut geworden, einfach, ne? Hört da was auf mittendrin? Gut. Ich habe gerade erst kurz gedacht. Ich finde es so gut, dass wir nicht uns entschlossen haben, das alles über Drohnen zu regeln. Bin ich sehr ehrlich, weil über die Drohnen wäre das zwar auch alles möglich. Aber ich bin dann doch ganz happy, dass es nicht über Drohnen geregelt wird hier alles. Um ehrlich zu sein. So zu Quadrat in Werka. Und dafür brauche ich aber zwei Zuckerkabel. Zwei Zuckerdrähte. Du brauchst alle 2 Sekunden einen Zucker. Ja, warte mal. Machen wir das anders.
Weil das können wir vernünftig machen. Mit einem Splitter. Den wir da platzieren. Sollten wir eigentlich ohne große Bedenken zwei Schmelzen betreiben können. Ja, das ist zu steif. Ja, ist ja klar. Und vielleicht kann ich die auch nebeneinander packen. Die Zucker draus machen. Jetzt wird's halt wieder kritisch, ne? Weil jetzt brauche ich Werker T1. Hier möchte ich jetzt nicht unbedingt noch Werker T1 hinstellen. Ja, das war doof. Ja, das ist schade. Naja. Bitte bleiben beide. Das ist sehr gut. Weil die beiden möchte ich auf jeden Fall in Sicherheit behalten, so dass die ja da bleiben dürfen. Das reicht an Höhe. So. Jetzt kommen hier zwei Werker T1 hin und dann wäre. Jetzt muss ich überlegen, da kommt ja auch schon was raus, was ich brauche, ne? Ja, ich sag mal, so ist, glaube ich, ziemlich gut. So ist zwar nicht optimal, aber auch vom Platz her nicht. Aber da sind die nicht so wichtig. Zucker, Zucker. Zuckerdraht. Zuckerdraht. Zuckerkabel.
So, dann haben wir nämlich Zuckerkabel hierfür auch schon. Die Marshmallows haben wir. Die süß-sauren Platten haben wir. Also drei haben wir schon. Lollis und Zitronensäure sollte eigentlich ja jetzt dann nicht so unglaublich. Ach, ja, komm. Dass du mich nicht in Ruhe lassen kannst, ne? Aus drei sogar. Geht ja schnell. Also hier noch eben ein bisschen mehr Zitrone produzieren ist bei weitem nicht das Problem. Weil ich sag mal, das können wir ja relativ gut erhöhen, die Produktion. Weil die müssen wir ja nachbauen. Was ist das hier für ein Laufband? Ach, das ist das für die Mega-Dinger, die nahezu unglaublich schnell produziert werden von uns, ne? Ich sag's, wie es ist. Was ist denn hier jetzt der limitierende Faktor so krass? Balken, Rahmen. Das sind die Bleche, kann das sein diesmal? Habe ich irgendwo die Blechproduktion unterbrochen? Ja, hier fehlt massiv Lakritz. Ich weiß, wie ich das ändern kann. Relativ simpel ändern kann sogar. Einzige Problem ist, ich habe hier echt wenig Platz leider. Dem ganzen Gewuseldusel hier. Weil ich bin ehrlich, ich würde gerne mehr Mehl produzieren eigentlich hier noch. Warte mal, das kriegen wir irgendwie hin. Das basteln wir hier auch noch rein. Frage ist nur wie. Weil jetzt scheitert es ja am Mehl. Ich will ja nicht, dass es am Mehl ist, dass es so langsam dauert. Es kann ja nicht wahr sein. Brauchst auch mehr Weizen, das heißt, du produzierst auch gar nicht dauerhaft.
Warte mal, das erste, was wir machen, ist, wir setzen hier eine Farm oben drauf. So. Damit hast du auf jeden Fall ab jetzt genug für immer Mehl. Wenn das so da reingeht, dann müsste hier die Lakritze doch eigentlich auch ganz gut rauskommen, oder nicht? Guck mal, jetzt scheitert das hier nämlich gar nicht am Mehl mehr. Weil du brauchst nämlich nur alle 2 Sekunden 2 Mehl. Sondern es scheitert am Maissirup. Okay. Ja, Maissirup ist natürlich doof, wenn das daran jetzt echt das daran hakt. Aber du bräuchtest viel mehr Maissirup. Das einzig Gute ist, dass hier eigentlich ja viel Maissirup rumsteht. Also eigentlich müsste ich das easy verbinden können. Erstmal noch eine Farm bauen. Oben drauf setzen. Hier passt noch eine Schmelze zwischen, glaube ich. Nee, das geht nicht. Das kann ich so nicht machen. Wenn er das triggert, wird mich zu sehr triggern. Das kann nicht sein, ihr. Okay, das passt immerhin knapp. Ich hoffe nur, dass ich da jetzt nicht hier in die andere Richtung zu viel geklaut habe. Weil das hier soll ja nur unterstützend wirken.